Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Conan Exiles und ja, irgendwas habe ich vergessen. Mathilde ist auch wieder dabei. Ach ja, Mathilde. Hallo, wie geht's? Du hier. Du hier und nicht in Hollywood. Ja, die wollten mich nicht haben. Ich bin ihnen zu hübsch. Oh. Amerikaner haben keinen Geschmack. Genau. Wieso geht das jetzt hier nicht? So, Steine klappen. Wir bauen einen Innenhof. Jo. Ich würde aber sagen, die Mauer müsste so ein Stückchen noch hier so eine Ecke machen. Falls die Gegner nämlich an dieser Seite sind, am Eingang, dann kann man nämlich von der anderen Seite so seitlich hinschießen. Okay. Das hast du gestern, wir hatten ja gestern das Finale von Vikings der 5. Staffel gesehen. Da hat das Aiva ja quasi auch gemacht, als Björn mit der Ramme quasi am Tor stand. Dann haben sie seitlich da schön die Männer weggeballert. War eine schöne Schlacht. Ja, ich fand vor allem diesen Riesenblaseball ganz cool. Ja, einfach nur mit, aber wie gesagt, war natürlich doof, dass dann halt die eigene Mauer abfackelt. Aber da er seinen Fallgitter hatte, was natürlich Björn nicht wusste, es war echt fies, ne? Hast du auch Björn die Angst das erste Mal, glaube ich, im Gesicht gesehen? Mhm. Ja, also das muss ich sagen, das gefällt mir an Vikings wirklich ganz gut, dass die da wirklich so ein bisschen in den Schlachten auch Taktik erkennen lassen. Ja, und nicht einfach so blöd rumholzen. Ja. Andere Serien, ich werde es jetzt nicht nennen, kriegen das absolut nicht geschissen. Ich habe nicht verstanden, was du meintest, aber du hast... Ist nicht schlimm. Du hast recht. Ich meine, man könnte natürlich auch eine Kavallerie auf einen untoten Feind schicken, den man nicht sieht, aber wer macht sowas schon? Das ist ja dämlich. Ja, genau. Kavallerie nutzte man ja auch zum Demoralisieren der Feinde, gerade der Infanterie. Die schickt man meistens nicht frontal rein. Ach was, das wird total überbewertet. Ja. Das ist total überbewertet. Hausfrauen, Mittelalter, Fantasy-Kram. Ich hätte gern echt so Leute so. Oder so. Das wäre auch so toll, wenn man so sagen könnte: Ihr Sklave in dem Bereich, sammel mal Stein ein. Das wäre auch schön. Hm. Aber da hat man selber langsam nichts mehr zu tun. Da hast du auch recht. Also, ich würde sagen, du kümmerst dich um die Außenmauer und ich kümmere mich um den Innenhof. Können wir gerne so machen. Wir brauchen ja nur einen Eingang, ne? Das heißt, ja, da brauchen wir keine Tür machen. Man sollte vielleicht auch nicht in die eigenen Stacheln laufen. Ah, das tut weh. Ja. Das wusste ich noch gar nicht. Gut, dass du es mal für mich getestet hast. Hm. Dann brauche ich es nicht mehr testen. Ja, nur deswegen habe ich es gemacht. Sehr lieb von dir. Ich habe so meine netten Momente. Ich wüsste noch gerne, wo das Relikt des Abgrundes ist. Ja, am Abgrund irgendwo. Ja.
Was sind denn das hier wieder für Ausdrücke? Diese Steinäxte halten auch nicht mehr das, was wir mal waren hier so. Oh, Aloe Vera nehmen wir mit. Eine Bienenkönigin haben wir. Wieso hast du noch eine Steinaxt? Oder hier Eisenaxt. Die hält ja auch nichts. Bienenkönigin, also ich habe jetzt meine erstmal aufgehoben, weil irgendwann kann man Bienenkörbe bauen. Und da braucht man die bestimmt. Und ich will diese Folge den Herd bauen. Oder zumindest der Leer. Ja, mach doch, ich halte dich da nicht auf. Ja, ich brauche nur noch wenige Punkte dafür. Verdammt. Wieso kriege ich da jetzt wieder nichts hin? Ich fluche erstmal. Dreckskacksteine. Ah, so, geflucht. Klappt das jetzt? Nee, letztes Mal hat es ja geklappt. Habe ich erst voll ein bisschen geflucht und dann konnte ich irgendwie bauen. Leider klappt das diesmal nicht. Schade. Ja, das finde ich auch. Alles geht einfach nicht. Dann machen wir hier so eine hässliche Eckdingsbums. Das ist. Ach, jetzt geht's, ja. Gucken. Ja, das passt. Oh, mein Objekt ist defekt. Muss auch gleich reparieren. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Holz. Oh, das klingt King Kroku. Keine Ressourcen mehr. Gut. Dann mal reparieren gehen. Ladidadida. Ich bin überlastet. Danke für diese Information. Wo ist denn das ganze Eisen hin? Aua! Entschuldigung, ich bin abgerutscht. Das würde ich jetzt auch sagen. Ich wollte Eisen gerade reinpacken, weil ich habe aus Versehen alles mitgenommen. Ich habe mich schon gewundert, wo das jetzt hin ist. Oh, da hat aber jemand laut geschrien. Ich weiß nicht. Ich auch nicht, wird irgendwie gewesen sein. So, weiter geht's. Steine. Das war unser Sklave hier. Oh, ist nicht fertig. Ich glaube, ein zweites brauchen wir nicht. Wenn wir es upgraden können oder ein größeres bauen können, dann haben wir ja zwei. So. Ja. Ach, Riesenkroko ist bei uns hier fast nebenan, ne? Ja, das habe ich doch gerade gesagt. So, okay. King Kroko. Ah, stimmt, hast du gesagt. Arschkrampen-Kroko. Zwei...
So, wie sieht's mit den Eisenverstärkungen aus? Wir brauchen ja beide eine ganze Menge. Ja, kannst du... Wie viel kannst du denn bauen? Kommt davon ab, wie viel Eisen ich mir nehme. Also ich brauche, glaube... 150 kann ich jetzt gerade machen. Mach das. Dann gehen wir von mir aus am nächsten Tag wieder Eisen sammeln. Erstmal muss das Eisen, das wir haben, verarbeitet werden. ...150 sind jetzt gerade in der Mache und in der Schmiede werden noch 230 Eisenbarren hergestellt. Ja, von diesen Eisenbarren kann man nie genug haben. Da hast du recht. Hattest du dir geformtes Holz aus der Zimmermannenwerkbank? Ja, habe ich. Zwei Truhen. Dann ist ja gut. Ich habe mich nur gewundert, was du hast. Weil das brauchen wir beide ja auch für unsere Aufwertung. Ja. Stimmt, da müsste man auch nochmal viel Holz sammeln für. Ja. Dann mache ich das, wenn ich die Mauer fertig habe. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Na endlich! Was? Wieso kann ich den Herd nicht bauen? Ich muss doch... Oh, ich bin erst Stufe 27! 30? Nein, ich bin 27 und ich brauche Stufe 29. Hm. Also, es wird doch nichts mit dem Herd. Ja, ich muss ja auch noch warten, bis ein besseren Sklavenratter geht auch erst ab Stufe 30. Mist. Hab mich schon so gefreut, cooles Essen machen zu können. Dann gehen wir nächste Runde, keine Ahnung, zu einer Menschenjagd. Ich weiß nicht, ob was bessere Erfahrung bringt. Menschen töten oder irgendwas bauen? Das weiß ich nicht. Weil bei Seven Days hat man das ja immer richtig gut gesehen, glaube ich, ne? Ja. Da hat man immer richtig, du hast so und so viel XP bekommen. Ja. Müssten wir vielleicht mal drauf achten, wenn wir in unser Menü sind. Wo steht denn die Statusanzeige da oben? Ah, ist natürlich sehr klein. 26. Also ich glaube, dass man hier mehr Punkte macht, indem man tötet. Das glaube ich auch.
wird schon wieder dunkel. Verdammt. Die ganze Steine, die ich jetzt hatte, schon wieder verbaut, oder? Ja, ein, zwei kann ich noch. Das ist kein Kroko. Ich freue mich drauf, wenn wir den hier auch mal irgendwann weg erledigt haben. Ja, ich denke mal, das kriegen wir locker hin, wenn man, wenn ich endlich Giftpfeile bauen kann. Ja. Weil das dürfte ja die großen Gegner ja echt nochmal. Ich hoffe es. Ah, verdammt, das hab ich mich verdrückt. Egal, vielleicht brauchen wir da ja auch. Okay. Hallo. Ja, was wir gegen King Kroko auf jeden Fall brauchen, sind Sklavenbogenschützen, Haufen davon. Die dann halt mit auf ihn schießen. Ist das ein normaler Kroko oder ist das King Kroko? Nee, das ist ein normaler. Oh, könnte doch King Kroko sein. Das ist ein Kroko mit leuchtenden Augen. Ich bin weg. Das ist kein King Kroko, es ist aber ein Kroko mit leuchtenden Augen. Den mag ich nicht. Und dann falle ich hier runter, verletze mich ein bisschen. Und bin safe. Haha. Alte Lusche, helfen auch keine leuchtenden Augen. Besser. Sagte er, nachdem er davon gelaufen war. Ja, ganz mutig bin ich davon gelaufen. Das war eine Heldentat. Ich war mir nicht sicher, ob das ein großer, ein kleiner, sah so. War sieht so, schon ein bisschen größer aus. War so die Mitte halt, ne? Ich dachte erst, es wäre King Kroko, aber King Kroko war es nicht, dafür war er zu klein. Die mit leuchtenden Augen sind halt so die Mitte. Ich bin mal gespannt, wie das denn ist, wenn die Begleiter fertig sind, was man so mit denen machen kann. Ja, die laufen wahrscheinlich mit dir. Die greifen ja blind los, welche Gegner an. Oh, Kroko. Bist du ein normaler Kroko? Ja. Nein, das ist Mr. Leuchteauge! Uhuhu! Dieses Komma. Ah, das Arschloch hat mich verfolgt! So ein Sack! So ein Krokosack. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich komme mal nach Hause. Mach mal. King, ich bin aber gerade nicht zu Hause, ne? Fucking Kroko, ja, aber. Bogenschützen, bemannt die Mauer. Ein Leuchte-Kroko ist hier. Wo ist er denn? Oh, ich war doch schneller als er. Hm. Gut, dann umsonst weggelaufen. Ja, dann halt mal die Stellung hier, ne? Die Musik ist noch spannend. Was denn? Ah! Kennst du ihn jetzt auch? Der ist ein bisschen penetrant, also.
Der gibt nicht so schnell auf. Ich glaube, da helfe ich dir mal, die Mauer zu vervollständigen. Geh weg, das ist unser Zuhause. Greift er an? Ich locke ihn gerade so ein bisschen weg. Weil sonst hätten wir mit Bogen drauf geschossen. Oh, gut, ich sehe ja nichts. Hahaha. Natürlich, bescheidene Dunkelheit. Rennst du einmal im Kreis? Der kommt trotzdem langsam, auch wenn du jetzt schon weg bist, der geht trotzdem langsam in deine Richtung. Tür zu. Mist. Oh, der ist ja schon da. Oh, ich bin weg. Dieser Wichser. Die Mauer war fast fertig. Ja, ich habe auch noch Steine gehabt. Ja, ich habe noch die zwei Elemente, die fehlen. Aber ich habe kein Licht mehr. Scheiße, wo sind Pflanzenfasern, wenn man sie mal braucht? Ich sehe den. Hast du ihn weggelockt, oder? Ja, ich bin jetzt einmal um den Stein drum rumgelaufen. Dann hast du alles gut gemacht, weil ich sehe ihn nicht. Oh, leck mich, von wegen Platzierung des Gebäudes fehlgeschlagen. Ja, ist nervig, ne? Leck mich! Ich hab einen Tipp, warte mal. Ich komme. Was manchmal geklappt hat, ist dahinter zu bauen. Auf dem Boden. Hier so, Innenhof? Nee, Innenhof, du Horst. Geht's jetzt? Oh, da konnte ich gerade. Ach, jetzt kann ich die nicht bauen. Warum nicht? Wieso kann man da nicht bauen? Jetzt fehlt hier nur einer. Ich brauche von oben noch Unterstützung. Es gibt's nicht. Ich kriege ihn nicht hingesetzt. Er hat vorne, hinten, überall unterstützt. Oh, jetzt habe ich ihn hingekriegt. Ey, hack das doch nicht einfach kaputt. Da geht ja alles kaputt, was da drüber ist. Warum tust du das? Wenn wir einen Durchgang brauchen, sonst kommen wir hier nicht auf den Innenhof. Ja, am Arsch. Ist ja nicht, dass gleich das ganze Ding zusammenkracht. Mei. Aber man hört ihn doch irgendwie, oder? Oder sind das unsere Tiere, die da so Geräusche machen? Oh, du hast die Lücke geschlossen. Ja. Sehr schön. Hast du da Essen zugetan? Ja. Ah, na toll. Da habe ich mir ja vorhin umsonst aufgeschrieben, was da gefressen wird. Ja. Das war natürlich Satz mit X. Ja. Gut, Grundmauer steht. Hat man noch eine Treppe über? Ja, die hole ich mal. Ich bin gerade dabei. Ah, oh, nee, ich esse erstmal was. Ich bin fast. Oh Gott, ich bin fast verhungert. Ja, ich auch. Wenn ich so voll geladen bin, dann achtet man nicht mehr so drauf. Geländer brauchen wir noch nicht. Aber eine Treppe. Oh, ich muss auch was trinken. Ah, doch, Geländer hätten wir einmal gebraucht. Ich noch mal Holz hacken, wenn mir fällt ein Holz für eine Treppe. Ja, ich habe mal Treppes gebaut. Ah, okay. Dann gehe ich Wasser holen.
Mist, vielleicht hätten wir die Mauer so bauen. Ach, hier kommen wir ja ans Wasser noch dran. Ja? Verdammt. Push to talk. Vielleicht hätten wir die Treppwand so bauen sollen, dass wir ins Wasser kommen. Solange wir noch keine Brunnen bauen können. Ja gut, dann nehmen wir die letzten drei Steine ab und machen da noch ein paar mehr dran. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das stimmt. Oh, die dauern auf jeden Fall noch, bis die fertig sind. Mann, Mann, Mann. Die Mauern? Nein, unsere Tiere. Ja, die Tiere dauern. Damit habe ich aber auch gerechnet. Das stört mich aber nicht so wie bei Ark, weil bei Ark musste ich ja immer zähmen. Ja, ja, da musste man daneben bleiben, damit die betäubt bleiben. Genau, hier ist es halt nicht der Fall. Oh, bevor ich weitergehe, ich muss meine Spitzhacke reparieren. Schubidu. Ich muss was essen. Dieser Fisch ist nicht gut. Der gekochte exotische Fisch ist gut. Ja, also ich rede nicht vom Heilen, vom Sattwerden. Ja, der gekochte exotische Fisch, der in der Dingens ist, in der im großen Feuer, der ist gut. Achso, und kannst du mir, wenn du mal Zeit hast und Muße, eine bessere Fackel machen? Aber natürlich, mein kleiner Amen. Heinrich Löwe. Amen. So, ich brauche mehr Stein. Ich brauche mehr Stein. Wo waren wir noch nicht? Da hinten waren wir noch nicht. Es ist warm. Ja, aber nicht so warm wie die letzten Tage. Es geht eigentlich. Das stimmt. Oh, hier ist auch schon Stein weg. Ja, ja. Das wir müssten eigentlich mal wieder was anderes machen, weil wir Steine regenerieren lassen müssen. Ja, das glaube ich auch. Koko? Du hier? Ich auch. Hi. Wenn du magst, können wir ja auf Menschenjagd gehen. Gerade bin ich auf Koko Motherfucker-Jagd. Menschenjagd, was willst du denn jagen? Warum habe ich zwei Faserfesseln? Hast du deine Fessel irgendwie abgelegt? Ja. Ah, dann habe ich die wahrscheinlich aus Versehen genommen. Warum sollte ich die mit mir rumschleppen, wenn ich gerade keine Mitarbeiter requirieren möchte? Ja, stimmt auch wieder. Ich bin halt so ein bisschen messy, ich möchte immer alles dabei haben. Ich weiß. Bei der Macht vom Sklaventown. So, das haben wir nicht. Neue Fackel kriege ich ja. Ach ja, genau. Fackel. Spitzhacke. Für deine Fackel brauche ich nur ein klein wenig Holz und ein bisschen Pflanzenfaser. Okay, hier war auch mal Stein. Dann gehe ich dahin. Das war sogar noch ein bisschen Eisen. Das ist ja toll. Da hat man gerade gar nicht erkannt, was jetzt kaputter Stein ist, was heiler Stein ist. Warum habe ich da gerade ins Leere gekloppt? Macht der mehr Stein kaputt oder besser Stein? Achso, für den Nahkampf, ja, da gab es so stumpfe Waffen, die Rüstung kaputt machen.
Pack sie einfach in die Schmiede oder so. Fackel in die Schmiede. Was sagst du? Ich hab's nicht verstanden. Ich habe ein bisschen mit mir selber geredet. Entschuldigung, ich sagte, hier sind ja noch Bienen. Ja, wir haben die. Ich habe die eine Zeit lang gegessen und auch irgendwie beiseite gelegt. Ja, ja. Alles gut. Ach so, Köpfe kannst du auch in die Deko-Handwerksbank packen. Deko was? In die Deko-Handwerksbank. Die heißt einfach nur Werkbank. Ach so, okay. Das heißt, ich habe jetzt schon ein paar weggeschmissen. Ah, die finden wir ja eh. Ja, ich habe ja nur gerade gesehen, hier ist ein Tigerkopf gewesen. Ich habe mir auch überlegt, wir können die auch einfach an die Mauer hängen, so. Wir sind die geilsten, wir haben 20.000 Krokodile getötet. Dann hängen da halt 20.000 Krokodile an der Mauer. Ich brauche halt nur auch immer geformtes Holz dafür, deswegen. Ah. Ah, ich sehe gerade, ich habe noch eine Kudu-Kopf-Trophäe. Und eine Schieferrücken-Kopf-Trophäe habe ich auch. Aber es ist schon recht, die Trophäen würden sich, glaube ich, besser machen. So außen an der Wand statt drin. Drin sind die doch ein bisschen. Genau, damit die Leute, die nicht auf dem Server sind, gleich Angst haben. Genau. Dekostein. Ich bin die Deko-Queen. Wir wollen ja ein gemütliches Zuhause haben, oder? Ja. Das heißt nicht jo, das heißt ja, Mathilde. Ja, Mathilde, ein schönes Dekoheim. Ja! Wie aus dem IKEA-Katalog. Genau. Oh, der Schieferrücken ist ja voll winzig. Im Vergleich. Zum Koko oder was? Ja. Ah, vielleicht kriegt man noch Trophäen von diesen Riesenkokos und so. Die machen sie natürlich noch gleich viel besser. Ja, der Kudu ist auch größer. Aber der Krokokopf ist schon sehr groß. So, weiter Steine und so hacken, oder? Ja, für die Folge mache ich das noch. Na gut. Die nächste Runde machen wir was anderes. Gut, was wollen wir denn machen? Ich bin offen für Menschenjagd, Eisenjagd, vielleicht beides zusammen. Wir brauchen auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Und wir brauchen Ziegel und geformtes Holz. Mhm. Ja, dann können wir auch nochmal Holz hacken. Und ja, Steine dann mal nicht für eine Mauer, sondern Steine für den Schmelzofen. Ah, kletter du Arsch. Was machst du? Kletter da hoch. Aber bevor ich hier dann einen Wasserkram baue, mache ich dann erstmal die Außenmauer auf die vernünftige Höhe. Alles gut. Ich habe eh nicht so viele Steine. Oder die ich habe, sind gleich wieder weg.
Hacke, Hacke, Steine. Wo habe ich denn den gebaut? Egal. Das sind ja die Hyänen. Auf Hyänen habe ich keine Lust. Die sind zwar nicht wirklich schlimm, die sind nervig. Nervig, ja, stimmt. Keine Steine mehr. Deswegen, also wir müssen nächste Folge was anderes machen, weil wir einfach unsere Ressourcen hier mittlerweile zerstört haben. Das ist wohl wahr, wir haben ja ganz schön gut, da hinten sind noch Steine. Das ist alles weg, ne? Sieht auch ein bisschen trostlos langsam bei uns aus hier. Ja, ja. Oko, wie groß. Nochmal. Da wollte ich schon wegspringen. Schade. Da hätte ich früher wegspringen müssen. Weil mittlerweile bin ich so bei den Krokos immer so dabei, denke ich mir so, ich hau ein, zwei Mal zu, warte bis, springe weg, warte bis der irgendwie zuhaut. Und dann kann ich ja endlich zuhauen wieder. Ja, so mache ich das auch in etwa. Weil vorher habe ich immer versucht, immer die so schnell wie möglich kaputt zu kloppen. Ist, glaube ich, aber nicht so die beste Methode. Das glaube ich auch. So, ich denke, so ist das hoch genug. Reicht dir das so als Info? Guck mal bei mir. Ja, reicht. Gut, dann mache ich da jetzt eine Treppe runter. Treppe haben wir noch eine Kiste. Ah, wenn du reinkommst, gleich links die Kiste. Da müssen noch ein oder zwei Treppen sein. Okay, supi. Wie viel Eisenverstärkung brauchtest du nochmal? Weißt du das noch aus dem Kopf? Ah, was habe ich gesagt? 75 oder so? Guck mal, wie viel ich brauche. Das wird ja wahrscheinlich in etwa gleich sein. Oh, ich brauche 250. Nee, so viel waren es nicht. Aber ich brauche dafür nur 60 gerichtete Holz. Wenn man es geformt ist, oder? Ja. Davon brauchte ich auch ungefähr so in dem Dreh. Ich war jetzt schon lange nicht mehr mal im Tempel. Ich müsste nochmal genau nachgucken.
Dann mache ich jetzt einfach ganz viel Holz. So. Das wird ja nicht schlecht. Das Holz auf keinen Fall. Holz und Stein kann man immer gebrauchen. Das gerichtete Holz, geformtes Holz, wie auch immer, das wird ja auch nicht schlecht. Ja, wir brauchen es ja eh dann zu Stufe 3. Eben, davon mal abgesehen. Wir brauchen wahrscheinlich alles bloß noch mehr. Und ja, dann müssen wir Stufe 50 wahrscheinlich sein, oder 100 oder so. Na toll, jetzt ist meine Axt kaputt. Jo, meine auch. Meine hat's auch zerlegt. Entschuldigung, das war gerade eine kleine Niespause. So. Aber das geformte Holz braucht echt viel Holz. Also. Heieieiei. Ja? Mhm. Also für ein geformtes Holz brauchst du 10 normale Holz. Können wir den ganzen Dschungel für rodeln. Roden, nicht rodeln. Rodeln? Juhu. Wir rodeln den Dschungel. Wo haben wir das denn jetzt? Hier haben wir ein paar Satz drin. Hoch genug hier die Mauer. Dann bauen wir da einfach eine Treppe runter. Das machen wir mal hier auf. Dann wollt's noch irgendwie ans Wasser. Ja, da zwischen der Mauer und dem Tierpferd, da ist so eine kleine Lücke. Da kann man echt durchrennen, scheiße. Ja. Weil bei der linken anderen Seite hast du das auch, bloß da kannst du nicht durchrennen. Die ist enger, okay. Das heißt, ich verlängere die Mauer noch, oder? Weißt du was? Wir bauen hier einfach eine Tür ran. Dann brauche ich hier gar nichts verlängern. Oder so. Kann ich vielleicht trotzdem das zumachen? Weil zumachen wäre schon cool. Ne, zumachen geht nicht. Das ist scheiße. Wenn die Lücke hätte ich schon gerne zu. Kann ich nichts ansetzen. Das ist natürlich bescheiden. Das heißt, ich muss die Mauer verlängern. Geht das? Ja, ich glaube, wir hätten die Mauern vorher bauen sollen und uns dann einen Kopf machen, wie wir quasi das Gebäude bauen. Können wir das? Ach, wir können das Gebäude doch bestimmt nochmal anhieven, oder? Abreißen können wir es. Abreißen ist so scheiße. Interagieren? Also scheiße mit Tieren da waren. Weil die Truhen konntest du, glaube ich, nochmal verlegen oder aufnehmen, ja. Nee, bei den Mauern, die kannst du nur zerstören.
vorbei. Ja. Witz. Ein Witz. Und da noch vorbei. Ja. Was wird enger? Ich muss bis zu der einen Hauskante da bauen. Bitte? Ja, ich muss die Mauer hier so verlängern, quasi, bis zu dieser äußersten Kante von diesem Tierferch. Und dann ist das zu, quasi. Nicht wundern, die eine Seite ist da offen jetzt, ne? So, bis dahin. Und da könnte man, dürfte man... Kommt doch man nicht mehr durch. Perfekt. Das heißt, ich muss nochmal so 20 von diesen Steinbrocken ungefähr bauen. Okay. Aber nicht mehr diese Folge. Die geht nämlich viel zu lang. Okay, ich hacke hier noch ein bisschen Holz für mich, damit wir geformtes Holz kriegen. Ich glaube, mittlerweile haben wir fast 100 dann im Petto. Okay. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.